und herzlich willkommen auf dem Kanal Lulu. Heute zeige ich euch Yoshis neuen Hamsterkäfig. Yoshi hat sich da hinten gerade vergraben. Und ja, fangen wir an. Und zwar haben wir hier ganz vorne beim Essen und Trinken. Und dann geht's weiter. Hier haben wir eine Kokosnussschale, wo drin er sich verkriechen kann. Und ein kleiner Turm, den habe ich ein bisschen eingegraben. Wirklich nur ein bisschen. Also nicht bis ganz nach unten, weil sonst würde ja nichts vom Kletterturm mehr rausgucken, weil er so viel Einschränkungen ist. Also natürlich habe ich neues Einstreu reingemacht. 3 Kilo habe ich Einstreu reingemacht. Und dann habe ich halt noch von seinem alten Einstreu ein bisschen was hingemacht. Und vom neuen Überstreu habe ich noch was drauf. Und vom alten Überstreu, damit er sich daran gewöhnen kann. Dann habe ich hier ein großes Sandbad. Luftlöcher. Aber da das ganz oft auf ist, der Käfig, weil ich ja ganz oft hier, damit er nicht erstickt, weil ich habe Angst, dass die Luftlöcher hier da nicht reichen. Deswegen mache ich es noch manchmal nicht auf, damit er nicht erstickt zum Nutzen. Also es ist echt groß, der Käfig, 120 x 60 x 60. Und so groß hätte ich ihn nicht erwartet. Ich kann euch den jetzt von außen nicht zeigen, weil das Glas sehr doll absticht. Das heißt, dass man mich dann sehen könnte und mein komplettes Zimmer. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Auf jeden Fall machen wir weiter. Hier ist sein Laufrad. Und hinten, was man sich verkriechen kann. Hier ist er auch gerade drin. Und dann hat er hier sich schon was gebaut. Hier ist ganz viel Heu. Und dann haben wir hier sein zweites Sandbad, wo er schon reingepinkelt hat. Das hat er nämlich noch nicht gefunden. Und ja, dann haben wir hier eine zweite Versteckmöglichkeit. Ich fahre jetzt auch bald zu Fressnap, um neue Versteckmöglichkeiten zu holen. Vor allen Dingen diese Wurzel, die hole ich mir dann. So sieht das im groben Überblick aus. Es wird dazu noch ein Musikvideo kommen. Also ja, so sieht der Käfig aus. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Lulu. Bye.